Hart, düster und hundsgemein. Das über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter mit über 300.000 Spendendollar finanzierte Retro-Rollenspiel Darkest Dungeon ist nach langer Testphase endlich zu haben. Und zwar so gnadenlos, wie es die Macher von vornherein versprochen haben. Nicht weniger gnadenlos reduzieren die Macher von den Red Hook Studios das Genre aufs Wesentliche. Eine Gruppe von Pixelhelden stiefelt von links nach rechts durch schick gezeichnete Comic-Katakomben, erkundet die Räume, verkloppt Spielrunde für Spielrunde Monster, sackt ordentlich Schätze ein und versucht bei all dem nicht in Panik zu geraten oder als Psychowrack zu enden. Wer ein Rollenspiel mit komplexer Handlung, einer bis ins letzte Eck fein ausgearbeiteten Spielwelt oder vielschichtigen Figuren haben will, ist hier komplett falsch. In Darkest Dungeon wird einfach ein Verlies nach dem anderen von finsteren Kreaturen gesäubert. Beißt dabei ein Mitglied der bunt zusammengewürfelten Heldentruppe ins moderige Gras, bleibt er für immer tot. Abspeichern von den Kämpfen? Keine Chance. Außerdem überkommt die von Bestien, Dunkelheit und bösen Überraschungen gestressten Helden langsam, aber sicher der Wahnsinn. Ein Zustand, der schlimme Folgeerkrankungen nach sich ziehen kann und sich nur bei einem sündhaft teuren Kurzbesuch in der Kapelle oder dem Bordell der nahegelegenen Ortschaft wieder in Ordnung bringen lässt. Beurlaubte oder gefallene Kämpfer werden durch Rekruten von der Reservebank ersetzt. Und je tiefer der Abstieg ins Verlies wird, desto stärker ist der Verschleiß an tapferen Kriegern, Priestern, Armbrustschützen, Okkultisten und einem halben Dutzend anderer Heldentypen. Die unterscheiden sich ebenso in ihren Fähigkeiten wie in ihren Reaktionen auf die jeweilige Situation im Dungeon. Genre-Profis mit der nötigen Geduld werden fast augenblicklich mit einem aggressiven Suchtvirus infiziert. Darkest Dungeon ist großartige Genrekost mit retrospektiver Note, einem ausgefuchsten Kampfsystem und angstschweißtreibenden Bossduellen mit Sirenen, Riesenschweinen oder Nekromanten, die immer ein Ass im Ärmel haben. Bis man das Dörfchen ausgebaut hat, genügend Helden um sich geschart hat und in die Tiefen des Kerkers auch nur ansatzweise vorgedrungen ist, vergehen unzählige Stunden voller Lust und Frust, Spannung und Nervenkitzel. PC-Abenteurer wagen sich nach langer Early-Access-Phase bei Steam schon jetzt in den Untergrund, Konsolenspieler gedulden sich noch bis zum Frühjahr. Dann sollen Fassungen für PS4 und Xbox One zum Download bereitstehen.